Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Toshi wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, dazu habe ich schon ein bisschen Gold ausgegeben, beziehungsweise wir werden gleich noch ein bisschen Gold ausgeben. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal damit ein, was ich bis jetzt rausgehauen habe. Und das ist eine ganze Menge, da wir ja jetzt noch relativ am Anfang der Expansion sind, ja, läuft quasi immer das ein oder andere noch zusammen. Und dementsprechend hat sich einiges aufsummiert und das will ich euch jetzt mal zeigen. Fangen wir oben an. Ich habe 75k ausgegeben für ein removedes Item, und zwar glühende schwarze Kugel schimpft sich das. Ihr wisst, die removeden Items sind Sachen, die quasi nicht mehr im Spiel erhältlich sind, wurden rausgepatcht. Und manche kann man halt noch im Auktionshaus kaufen. Und da gucke ich halt immer, wenn sich irgendwas anbietet, ne, dass ich es dementsprechend mitnehme. Ups, jetzt haben wir das hier, also Vollbild einmal. Irgendwie triggert mich, dass das da unten nicht ganz bündig ist, aber gut, egal. Was habe ich mir noch gekauft? Dann habe ich mir aus dem Mythic-Modus noch so Handgelenke geholt. Die waren, glaube ich, aus Castle Nathria, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Für 25k, easy, habe ich mitgenommen. Dann habe ich mir den Speer der Nokut-Pirsche geholt. Das ist aus Dragonflight ein Temok-Item. Den für 7k habe ich dann auch halbwegs günstig geschossen. Dann habe ich noch 59.000 ausgegeben für alle möglichen Dragonflight-Temok-Sachen. Und zwar habe ich jetzt mittlerweile alle Rüstungsklassen auf Max-Level. Und da gibt es halt dann viele Items, die alle von allen möglichen Quellen droppen, kosten dann teilweise 50 Gold, 100, ein paar tausend Gold, ne? Das ist ein Haufen Kleinzeug gewesen, aber es summiert sich halt auch auf. Wenn du dann x Items kaufst, 100 Items oder so, auch für Kleinbeträge kommt ein bisschen was zusammen. Viel ist auch Crafted Gear, das normale Crafted Gear, das PvP Crafted Gear und so weiter, ne? Und da habe ich mir von den anderen Rüstungsklassen den Rest zusammengekauft. Waren jetzt 59k. Dann habe ich noch ein bisschen was in die verschiedenen Berufe rein investiert, um quasi noch ein bisschen Erstherstellungsbonus zu kriegen oder das ein oder andere an Skillpunkt. Und da haben wir bei Alchi 33k investiert, investiert ist der falsche Begriff, weil ich ja damit eigentlich nicht vorhabe, nochmal irgendwie Gold zu machen, sondern eigentlich eher für die Collection ausgegeben, ne? Dann 17k habe ich in Inji reingesteckt, 28k in Juve, 128 in Inschriftenkunde. Das war ein bisschen teurer, weil da gab es relativ viele so Drachenmanuskripte, wo man dann verschiedene Aussehgeschichten für den Drachen sich holen kann. Und da, ja, die sind relativ teuer. Also da zahlt man für 4 bis 5k und da kann man irgendwie 20 Stück herstellen. Also das summiert sich tatsächlich schnell zusammen. Beim Schneider sind es dann 56k, VZ 77k. Liegt einfach dran, dass diese Verzauberungen, die nach quasi hinten raus sind, extrem krasse Mattkosten haben. Ne? Deswegen kosten die auch im Auktionshaus relativ viel, die Verzauberungen. Dann bei Lederer war es nur 8k. Schmied habe ich mir nur ein Rezept gekauft, das mir noch gefehlt hat, für 44k. Und dann habe ich noch 240.000 ausgegeben. Ich habe jetzt hingeschrieben, Rufhändler Temok. Und was das ist, will ich euch jetzt mal zeigen. Es gibt ja die ganzen verschiedenen Fraktionen, ne? Also hier einmal Drachenschuppen-Expedition, Zentauren, Tuska und Waldrakenabkommen. Und ich habe jetzt mit, glaube ich, dem Main und 5 weiteren Chars den Ruf gefarmt, um dementsprechend alle möglichen Rezepte zu kriegen und auch zusätzlich so nebenbei die ganzen Temok-Sachen. Und im Normalfall sind ja hier ewig viele Temok-Sachen drin. Und ihr seht, da ist nicht mehr viel drin. Wenn man die Temok-Sachen nämlich einmal gekauft hat, dann hat man die gelernt. Das Ding ist jetzt immer, die kosten ja teilweise Ressourcen und dann zusätzlich noch Mats, ne? Und das sind meistens kleine Scheiß-Mats, aber manche Sachen kosten auch was. Und ihr seht zum Beispiel hier, Waldschreitersehne ist eins von den teuren Sachen. Da kostet eine 1200 Gold. Da braucht man 5 Stück dafür und das sind dann 6000 Gold. Das hier auch. Und von den Items habe ich mir bestimmt 100 verschiedene Temok-Items gekauft. Die haben nicht alle die Waldschreitersehne gebraucht, aber sehr viele brauchen sie. Und durch diese ganzen Sachen hat sich einiges zusammensummiert. Bei dem Typen hier, bei den Waldrakenabkommen, aber auch bei den anderen Fraktionen, ne? Also ich habe jetzt hier so gut wie alles, was man kaufen kann mit den Vorräten der Dracheninseln. Ihr seht, wenn wir jetzt hier drüber fahren, gut, unten sind jetzt noch ein paar Achievement-Sachen drin, aber ich brauche jetzt noch 3250 Ressourcen, wo ich noch ausgeben muss. Das sind unter anderem noch ein paar Rezepte, wo ich jetzt noch den Ruf mit den Twinks noch nicht ganz voll habe, aber das Temok-Zeug habe ich mir fast alles geholt, bis, glaube ich, auf 2 Sachen, und die sind zufällig auch bei dem Händler hier. Das sind diese Schwerter, wo man aber seelengebundene
im Steinchen braucht. Und die habe ich mit dem Main zwar rausgekriegt aus diesen Schätzen. Da kriegt man so spezielle Pläne, ne? Und dann kann man die looten. Bloß brauche ich halt einen Twink, der dementsprechend auch Schwerter tragen kann. Und mit dem muss ich das nochmal farmen. Deswegen, ja, wird das eine längere Sache. Genau, und dafür ist halt das Gold draufgegangen. Hat sich, ja, auch ziemlich zusammensummiert. Ne? Deswegen meine ich, das ist ein Haufen kleinen Scheißzeug, aber wenn man das alles aufaddiert, dann kommt da doch ein bisschen Gold zusammen. Und dann habe ich mir noch ein Item gekauft, und zwar nochmal Armschienen waren das, und die haben 20k gekostet. Ich meine, die waren aus irgendeinem alten Content, ich meine aus Legion waren die, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Und all dieser Kleinscheiß hat sich jetzt am Ende zusammensummiert zu 817.000 Gold. Deswegen habe ich mir das jetzt auch mitgeschrieben, weil ja, da doch schon einiges an Gold zusammengekommen ist. Ich plane ja bei diesen Waste-Videos immer so, ja, um 1 Million auszugeben, 1 Million aufwärts, und heißt, jetzt haben wir schon mal 800k zusammen, also 200.000 aufwärts werden wir jetzt auf jeden Fall noch raushauen. Mal gucken, was wir jetzt noch finden. Für das restliche Zeug hatte ich mir gedacht, machen wir es wie die letzten Male auch, einfach so ein bisschen im Auktionshaus gucken, was können wir noch finden an zum Beispiel Mox-Sachen. Und dementsprechend habe ich hier schon mal einen Scan laufen lassen. Und hier sind schon mal zwei Sachen drin, die prinzipiell von Interesse wären. Ich habe einmal den Umhang von Nokut, und dann habe ich noch diese Stulpen, das ist jetzt Platte, die sind beide für 50k drin. Ich hatte ja vor Dragonflight Ende Shadowlands gesagt, okay, bis 50k kaufe ich eigentlich die Items alle raus, ne? Hat einfach den Hintergrund, weil bis dahin habe ich eigentlich schon alles an Temok. Jetzt sind hier aktuell 63 Items drin. Ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass hier jetzt auch ein Haufen natürlich neue von den neuen Raid-Sachen drin sind, die ich alle noch nicht habe. Gut, bevor wir das jetzt aber machen, gucke ich mal auf meinen Zweitschau, auf Antonidas. Da ist nämlich der Umhang auch drin, und zwar für 40k. Deswegen ist das ein No-Brainer für mich. Wir werden den Umhang der Nokut einmal hier auf Antonidas kaufen. Und was haben wir hier noch drin? Wir haben hier noch ein Leder-Item aus dem Gewölbe der Inkarnation. Achso, das ist ja sogar aus dem aktuellen Raid für 39k aus dem Schlachtzugsbrowser. Ich glaube, das kaufen wir auch raus, oder? Start Purchasing, machen wir es mal so. Kaufen wir mal 39, und den Umhang der Nokut kaufen wir auch. Ach, das sind beides quasi jetzt aktuelle Sachen. Ja, also ich sage mal so, vielleicht hätte man das jetzt noch günstiger gekriegt, die LFR-Dinger, aber ich kaufe mir das jetzt einfach, scheiß drauf. Die sind sogar besser, das ist für den Char ein Item-Level-Upgrade. Der hatte davor wahrscheinlich auch World Boss aus Shadowlands, ne? Das ist so ein Char, den ich über, glaube ich, Pet Battle hochgezogen habe. Der hat hier die kompletten Sachen noch aus Shadowlands an. Und den Umhang der Nokut, das ist quasi ein Timok-Item. So, wir haben jetzt da ausgegeben. Ah, perfekt, ich habe jetzt hier mein Titan-Panel-Addon nicht an, aber es waren 40k und 39, dann sind wir bei 79, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Tragen wir mal 79, und zwar ist das Antonidas ein. Dann können wir eigentlich bei dem hier, warte, da war nicht noch mehr drin, oder? Ne, da geht es mit 66k weiter. Removed Items kaufe ich maximal bis 200.000, aber die ersten Removeden sind hier bei 357, also das kannst du knicken. Gut, dann können wir den schon mal ausloggen. Und auf einen anderen Server weiterloggen, dann können wir da nämlich wieder scannen. Und derweil werden wir auf den Main auch schon hier einmal gucken. Also den Umhang der Nokut hatten wir ja gekauft, ne, den brauchen wir nicht mehr. Und jetzt könnten wir hier aus dem Smaggrünen Albtraum dementsprechend die platten Handgelenke kaufen. Und die werde ich auch kaufen, denn ich weiß, Smaggrüner Albtraum, Trash-Farmen, das ist richtiger Dreck. Ich habe das schon gemacht mit meinem Lederchar. Muss ich nicht nochmal machen. So, jetzt gucken wir mal. Das kaufen wir einmal raus für 50k. Also ich werde jetzt hier die 5 Silber werde ich aufrunden. Hoi. Konnte ich jetzt das? Habe ich das jetzt gekauft? Nee. Die. Buyout. Irgendwie jetzt am Sack zu sein. Ich will das Ding kaufen. Okay. Ah, okay, ich glaube, wir haben es eingetütet. Ja, passt. Das hat jetzt irgendwie ein bisschen gehangen, tatsächlich. Muss ich mal noch gucken, hatte ich hier noch einen... Ich hatte hier keinen Plattenschar, aber auf dem zweiten Account habe ich einen Plattenschar.
Jetzt tragen wir mal die 50k schon mal auf Blackmore ein. Blackmore, das waren nochmal 50. Ganz großzügig um 5 Silber habe ich aufgewertet. Und jetzt würde ich sagen, scannen wir mal noch die anderen Server, ob wir da noch was finden. So, Dollar, jetzt nach einer Ewigkeit, wo es gedauert hat mit dem Scannen hier, seit Dragonflight dauert es irgendwie wesentlich länger, habe ich hier einmal auf Lothar gescannt und ihr seht, hier sind nur 30 Items drin, ne? Das sind hier unten ein paar quasi seltene Classic-Zonendrops, beziehungsweise auch removed Sachen für leider mehrere Millionen zum Teil. Und die ganzen Sachen, die hier oben sind, sind wenn dann aktuelle epische Teile oder... Doch, das sind alles aktuelle tatsächlich. Also hier ist tatsächlich nichts Sinniges drin. Also Lothar können wir schon mal abhaken an der Stelle. Und das andere, was ich gescannt habe, ist hier auf Egwin. Und auf Egwin habe ich ein Teil gesehen, was interessant ist. Und zwar haben wir hier die Hornarmbrust. Die kostet hier 200.000. Das ist gerade so die Schmerzgrenze, was ich bei removeden Items habe. Ich habe jetzt hier auch mal nachgeguckt. Ne, das war das Falsche, was ich nachgeguckt habe. Jetzt guck mal, wo war das? Ah, hier haben wir es. Die ist hier auf Egwin mit Abstand das günstigste, ne? Mit 200k. Das nächstbeste Item haben wir hier mit knappe 4 Millionen drin. Ja, und ich habe jetzt auch hier die letzten Daten durchgeguckt. Das ist schon eine Weile, dass die mal günstiger drin war. Also, ich glaube, ich werde mir die für 200.000 kaufen. Es ist zwar vor allem mit dem Hintergrund, dass man aktuell nicht so viel Gold macht, schon ein bisschen bitter, aber naja. So nach und nach will ich ja die removeden Sachen zusammenkriegen und dann würde ich sagen, holen wir uns das Ding. Also, haben wir das? Ach so, schau mal, ich habe hier anscheinend sogar auch ein paar Sachen verkauft. Wenn ich das hier reingestellt habe, weiß ich schon gar nicht mehr. Gut. Dann lernen wir die mal. Das Schöne, wenn man das mit dem Worry macht. Okay, dann tragen wir das auch ein. Egwin waren jetzt 200k. Dann hier. Egwin 200.000. Lothar brauchen wir jetzt nicht eintragen, das war ja nichts. Jetzt sind wir schon mal über die Millionen, also unser Soll haben wir erfüllt. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch auf den anderen Servern finden. So, ich habe auf dem nächsten Server noch gescannt und zwar sind wir jetzt auf Blackhand und dort habe ich jetzt zwei Schuhe gesehen für 50k beide. Die sind beide aus dem Sanktum der Herrschaft, aus dem Mythic-Modus und ich bin gerade überlegen, ob ich die einmal mir hole. Plattenschar habe ich mit dem DK hier auf jeden Fall, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Kettenschar habe. Ich meine, ich habe da meinen Testschar gelöscht. Und der ist auch nur Stufe 50 gewesen. Also ich werde mir jetzt erstmal nur die Plattenschuhe kaufen. Und dann muss ich mal gucken, wie das aussieht. Ob man theoretisch auch jetzt mit den neuen Testchars einen 60er-Char kriegt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen kaufen wir uns jetzt mal nur die Plattenchars. Und dann gucken wir mal. Klappt das jetzt hier wieder nicht? Wie ist das? Ich weiß nicht, ob das an dem Addon liegt oder ob das aktuell an dem Aha liegt, ne? Aber das ist halt echt ein bisschen ätzend. Kacke, habe ich mir jetzt doch beide gekauft. Ups. Gut. Okay, dann hoffe ich mal, dass das klappt, sonst habe ich jetzt einen ziemlichen Scheißdreck gebaut. Ja, dann lernen wir jetzt einfach hier mal die Stiefel. Und die Hose, da muss ich jetzt hoffen, dass ich mir einen Testschar machen kann. Ich dachte, es war super. Ich habe mit dem ersten Kauf doch schon die Stiefel gekauft und habe es aber nicht gecheckt gehabt. Gut, so viel dazu. Halt, stopp, die muss ich noch aus meiner Tabelle austragen. Okay, dann würde ich jetzt sagen, ich hoffe jetzt mal, dass ich einen Stufe 60er Kettenschar stellen kann, sonst habe ich gleich ein Problem. So, das mit dem Testschar hat sich eh erübrigt, weil mir irgendwie aufgefallen ist, ich habe mir hier anscheinend mal noch einen Char gelevelt gehabt, einen Shami. Den habe ich, glaube ich, damals benutzt, was heißt damals, kurz vor Dragonflight, um diese Hordenquests hier alle zu kriegen. Und glücklicherweise habe ich hier aus kluger Voraussicht mir den Kettenschar auf Blackhand gemacht, weil ich da noch keinen hatte, ne? Das habe ich aber vollkommen vergessen. Musste ich mir also keinen Testschar stellen und der ist auch schön Stufe 60 und damit können wir das Item lernen. Schau mal, der hat sogar noch hier ein paar Kisten. Von den Dings, die muss ich auch nochmal schauen. Und die machen wir gleich nur auf hier. Ist drin. Einfach nur bitte. Einfach nur bitte. Naja gut, dann loggen wir weiter auf den nächsten Server.
So, Dalla, jetzt habe ich hier noch auf Thrall gescannt. Da sind auch nur 36 Items drin. Und ein Item ist hier schon mal von Interesse. Und zwar haben wir hier aus dem Eternal Palace Plattenhandgelenke. Und ich würde sagen, die holen wir uns doch. Schauen wir mal, dass wir es nicht wieder verkacken. Okay, die haben wir gekauft. Oh, habe ich hier überhaupt einen Plattenschar? Ich glaube schon. Aber da müsste ich mir auf jeden Fall einen Testschar erstellen können, ne? Weil das ist ja nur Stufe 50. Also, dann trage ich das jetzt auch noch ein in meine Liste. Und danach gucke ich mal, wie ich da hinkomme. Also, da haben wir jetzt hier 25k Thrall. Jetzt wird es dann langsam eng. Ist ein bisschen viel in der Liste. Jetzt sind wir schon bei 1,2 Millionen. Also, so langsam haben wir doch einiges rausgehauen. Dann würde ich sagen, suche ich jetzt mal nach einem Char, wo ich das lernen kann. So, ich habe jetzt nochmal auf zwei Servern gescannt. Ich habe noch einen Testchar, hier einmal auf Aleria. Aber da sind jetzt keine Sachen drin, die ich mir kaufen will. Seht ihr, das ist bis hierhin, sind das alles Items, die auf Max-Level nur tragbar sind. Auf Stufe 70 und der Char ist halt, ne, Testchar Stufe 50, also das sieht eher schlecht aus. Da sind eh bloß 27 Items drin. Den kann ich jetzt eigentlich auch löschen, den Testchar hier. Und dann habe ich auch noch auf Erida gescannt und da habe ich jetzt hier den 71er Char, aber was hier drin ist, ist auch uninteressant. Wann kommt das erste Leder-Item, was ich tatsächlich tragen kann? Hier, ja, nee, also da werden wir uns auch nichts holen. Heißt, ich glaube mal, jetzt auf Krampf noch auf irgendeinem Server einen Char erstellen, ist jetzt auch unnötig. Wir haben jetzt über die Millionen ausgegeben, haben wir jetzt insgesamt 1.271.000 so rum. Und ja, ist wieder einiges zusammengekommen, aber hauptsächlich viel Kleingruscht, was sich jetzt zusammensummiert hat. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Das nächste Mal schauen wir mal, dass wir wieder ein paar größere High-Ticket-Items kaufen können. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ja, Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.